willkommen zum Video-Live-Blog. Ja, es ist natürlich jetzt immer schwer, im zeitigen Frühjahr zum Erfolg zu kommen. Die Temperaturen sind jetzt schon enorm hoch. Wir haben es Ende März und ja, wenn ich an letztes Jahr denke, dann lag hier schon noch fast noch Schnee und jetzt ist die Natur schon wieder in vollen Zügen aktiv. Die ersten Seerosen brechen raus, das Schilf wächst, die Fische sind aktiv. Wir haben jetzt schon 10 Grad Wassertemperatur. Also es ist wirklich Wahnsinn, was hier schon abgeht. Ich bin jetzt die letzten Wochen leider kaum zum Fischen gekommen. War letzte Woche mal noch mal eine Nacht fischen, konnte jedoch nichts fangen. Ja, jetzt bin ich nun hier dieses Jahr endlich mal so das dritte Mal so fischen. Ja, es ist halt immer schwierig, wenn die Messesaison ist, die Zeit zu finden, denn auch noch selber zum Fischen zu kommen, weil man halt die meiste Zeit an den Messeständen verbringt und ja, jetzt schaut man immer sehnsüchtig aufs Wetter und ja, sieht immer, wie Kollegen fangen, das ist halt, boah, naja, aber ich liebe es, auf den Messen zu sein, es macht wahnsinnigen Spaß, sich dort mit euch zu unterhalten, mal so die Feedback zu kriegen, was man echt braucht. Ja, ich habe schon gehört, dass viele den monatlichen Live-Blog vermissen und es ist natürlich immer schwierig, das umzusetzen. Wie ihr schon gemerkt habt, bin ich jetzt dieses Jahr erst das dritte Mal erst am Wasser. Daher ist es natürlich schwer, denn auch Material zu finden und ja, es geht nicht nur darum, Fische zu fangen, es geht einfach darum, ja, die Natur zu genießen, abzuschalten, so vom Alltag runterzukommen und natürlich alles dran zu setzen, um auch einen Fisch zu fangen. Jedoch sollte dies nicht immer an erster Stelle stehen, weil es einfach ja, ein unbeschreibliches Gefühl ist, endlich wieder draußen zu sein. Ja, da sind wir auch schon beim Thema. Man sollte natürlich alle versuchen, einen Fisch zu fangen. Ja, das Fischen im Frühjahr ist relativ schwierig. Die Location ist das ja ein und alles. Jetzt müssen wir versuchen, den Fisch zu fangen und die Fische zu finden. Wir sollten uns immer mal am Wasser rumtreiben und so nach verräterischen Anzeichen Ausschau halten, dass sich mal ein Fisch rollt oder dass sich mal ein Fisch zeigt. Jetzt im zeitigen Frühjahr, wenn die Natur beginnt zu leben, wenn sich die Lebewesen wieder richtig alle aus dem Winterschlaf erheben. Jetzt bilden sich natürlich viele kleine Schnecken an den Schilfhalmen und das ist natürlich eine ideale Nahrungsgrundlage für die Karpfen. Die Karpfen sind jetzt im zeitigen Frühjahr viel in den Schilfgebieten unterwegs, viel auf den Seerosenfeldern unterwegs, die jetzt langsam wieder aufbrechen, so an diese kleinen frischen Knospen der Seerosen. Dort halten sich gerne und dort halten sich viele Kleinstlebewesen auf und ja, und diese suchen jetzt die Fische. Daher sollte man jetzt nicht unbedingt so in die Weite schweifen, sondern eher so das Glück direkt vor seinen Füßen in den Schilfgebieten suchen. Hier an diesem See ist es ja relativ schwierig. Hier ist ein großes Hochwasser durchmarschiert, es hat die ganzen Seerosenfelder und Schilfflächen so fast mitgerissen. Daher bin ich mal gespannt, was mich erwartet. Natürlich bereitet man die Fischen immer vor, um die Lockwirkung vom Futterplatz hochzuhalten. Jetzt ist natürlich die Frage, oder es kommt es natürlich an, wenn jetzt die Fische im Frühjahr wenig fressen und noch nicht ganz so agil ist, kommt es natürlich auf das richtige Futter an. Jetzt sollte man seinen Futterplatz gut aufbauen und ja, das nötige Zubehör, sage ich mal, das nötige Futter noch, ja, auch noch entsprechend pimpen. Jetzt fragen sich natürlich viele, ja okay, wie soll ich das jetzt so entsprechend pimpen? Ich hau einen Dip drüber, mach vielleicht noch eine Handvoll Mini-Pellets oder normale Pellets mit, achte darauf, dass die Futterzusammensetzung jetzt im zeitigen Frühjahr sehr klein gehalten wird, dass die Bestandteile unter Futter so möglichst auf Milchpulver basierend ist, weil gerade Milchpulver arbeitet bei kaltem Wasser viel, viel schneller als schwere Fischöle. Hat man dieses berücksichtigt, kann man die Köder doch noch ein bisschen mehr pimpen. Und wie genau man da vorgeht und wie genau ich das immer mache, das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Ihr seht hier schon so ein bisschen was aufgebaut. Es sieht jetzt viel aus, geht aber am Wasser tierisch schnell. Und zwar braucht man einfach nur so Schüsseln. Das sind jetzt hier die Einsätze von den Eimern. Dort nimmt man einfach nur eine Handvoll oder zwei Hände voll, je nachdem wie man füttern möchte. Von den entsprechenden Boilies, gerade im Frühjahr sollte man natürlich schauen, dass man die Futtermengen möglichst gering hält, weil die Fische noch nicht ganz so aktiv sind und noch nicht so hundertprozentig fressen. Hier seht ihr jetzt einfach mal nur so ein paar Boilies, welche ich verwende, mit ein paar Mais-Mini-Pellets, welche unter Wasser sich sehr schnell auflösen und eine hohe Attraktivität am Futterplatz erzeugen. Dies ist aber noch nicht alles. Ich möchte euch jetzt mal zeigen, wie schnell man diese Boilies noch attraktiver machen kann.
Es gibt auch von den Stippanglern gibt es was sehr Interessantes. Und zwar ist es noch Angelehm. Angelehm hat den Vorteil, dass es völlig geruchs- und geschmacksneutral ist. Und dass es eine sehr hohe und sehr bindende Eigenschaft hat. Das heißt, er fungiert wie ein Kleber. Nimmt man einen normalen Angelehm, gibt man jetzt auf die Boilies. Gibt man auf die Boilies etwas drauf. Ich wollte natürlich schauen, dass es nicht zu verklumpt ist. So haben wir jetzt ein paar Boilies drauf. Machen wir dieses alles noch etwas nass und beginnen jetzt die Boilies. Bleib hier. Und beginnen jetzt die Boilies in diesem Angelehm zu rollen. Machen das hin und wieder noch etwas nass. Es darf nicht so viel Wasser sein. Und rollen wir die Boilies drin. Jetzt sehen wir schon, innerhalb von kürzester Zeit, dass sich der Angelehm so direkt eine Schicht um die Boilies gelegt hat. Auf diesem Mantel können wir jetzt entsprechend aufbauen. Wir haben hier einen süßen Boily, das ist der White Chocolate. Und hier haben wir eine Mischung vom Grundfutter. Und zwar ist es der Hemp and Sweet Corn auf einem Amino-Mix. Dieser arbeitet natürlich unter Wasser hervorragend schnell und hat eine hohe Lockwirkung. Jetzt geben wir auf dieses. Geben wir dieses Grundfutter dazu. Es ist natürlich jedem selbst überlassen, welche Art von Grundfutter er möchte, welche Art von Grundfutter er nehmen möchte. Es kommt natürlich darauf an, wie mein Futter, wie mein Boily oder wie meine Boily-Zusammensetzung ist und dementsprechend sollte es natürlich auch angepasst sein. Ihr seht jetzt hier, dass wir innerhalb von kürzester Zeit haben wir jetzt schon diese erste Basisummantelung mit dem Grundfutter drauf, welche auf der Angelehm und Mantelung aufgebaut ist. Machen wir dies jetzt wieder nass, haben wir es jetzt wieder ein bisschen befeuchtet, können wir jetzt sogar noch ein paar Mikropellets dazugeben, welche natürlich im Wasser wahnsinnig schnell arbeiten und eine sehr hohe Lockwirkung haben. Auch dieses schwenken wir jetzt wieder in dem fertigen Futter, geben nochmal etwas Angelehm drauf, damit es wieder eine bindende Eigenschaft sich bildet. Und dann seht ihr schon hier, gucken, dass ich ja nicht alle Mini-Pellets verliere. Und dann seht ihr hier schon, wie sich die ganzen Mini-Pellets schon hier direkt am Boily festgeklebt haben. Und das ist jetzt natürlich eine Methode, wie man ganz schnell direkt am Wasser sein Futter noch zusätzlich pimpen kann. Wir haben jetzt natürlich auch den Vorteil, dass wir zu dieser Methode nicht nur Wasser nehmen können, sondern können wir natürlich auch auf fertige Liquid zurückgreifen. Das erhöht natürlich die Lockwirkung vom Futter. Und zudem haben wir die Eigenschaft, dass dieses Liquid auch völlig... haben wir auch den Vorteil, dass wir das Liquid auch problemlos mit PVA kombinieren können und sich da der Stringer oder das Netz, das PVA-Netz sich nicht gleich auslöst. So, haben wir jetzt durch die Flüssigkeit wieder drin, seht ihr hier schon, wie sich am Grund alles schon gelöst hat und wie die ganzen kleinen Mini-Pellets direkt am Boily kleben. Das ist jetzt natürlich eine Methode, wie ihr ganz, ganz, ganz schnell euer Futter pimpen könnt. Verbraucht ihr nur ganz wenig Futter, habt eine riesen Lockwirkung unter Wasser, wo die Weichfische sofort aufmerksam werden und wo die Weichfische natürlich sofort den Spot frequentieren. Und jeder weiß, dass wenn die Weichfische oder Brassen da sind und dieses Gewühl am Spot entsteht, sind die Fische oder sind die Karpfen echt nicht weit, weil die sind so neugierig und verlieren dadurch auch sehr schnell ihre Scheu. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich nicht nur dem Futter des zeitigen Frühjahr anpassen, sondern sollten wir das auch mit unserer Montage machen. Wir sehen jetzt hier viel kleines Futter. Ich verwende jetzt 15 mm Boilies, habe noch so 8 mm Pellets dazwischen, habe noch ein bisschen Partikelsatz dazwischen. Daher haben wir einen sehr kleinen gestalteten Futterplatz. Demzufolge müssen wir auch vom Hakenköder klein werden. Es bringt natürlich nichts, wenn wir ein kleines Futter haben und einen übermäßigen großen Hakenköder. Das fällt natürlich den erfahrenen Fischen auf und da scheuen natürlich die meisten Fische. Idealerweise eignen sich natürlich die Hakenköder direkt dem Futter entsprechend. Haben wir jetzt unseren Hakenköder gefunden, sollten wir gerade mit der Vorfachlänge und der Beschaffenheit vom Vorfachmaterial reagieren. Viele machen den Fehler und verwenden einfach zu schweres Vorfachmaterial. So die
Standardgrößen von 25 Labs sind jetzt im Zeitraum früher nicht angemessen. Haben wir viel kleines Futter, haben wir kleine Hakenköder, brauchen wir auch ein leichtes Vorfachmaterial, um natürlich den nötigen, um den Haken relativ schwerelos zu machen. Weiches Vorfachmaterial, dünnes Vorfachmaterial verhält sich viel natürlicher und viel neutraler im Wasser als ein unnötig schweres Vorfachmaterial. Gerade jetzt im Frühjahr haben wir ja kaum Hindernisse und können frei drehen und können frei drillen. Daher brauchen wir jetzt nicht unnötig dicke Haken. Vorfächer. Ja, jetzt haben wir aber jetzt so ganz viel darüber gesprochen und ganz viel über, ja, über das Futter gesprochen, das Futter angemischt. Ich denke mal, es wird auch langsam Zeit, dass wir uns jetzt zu dem mal widmen, warum wir eigentlich hier sind. Und zwar ist es das Fischen. Jetzt gehen wir mal durch, ja, wie das verwendete Vorfach vielleicht aussehen sollte, was man denn nutzen kann. Wir müssen uns den Futterplatz entsprechend natürlich mit der Vorflachlänge anpassen. Haben wir im Frühjahr, verwenden wir viel kleine Futter, haben wir gerade, ja, die Beute ist jetzt hier so ummantelt, schwimmen natürlich die Fische nicht sehr viel. Und wenn sich die Fische so punktuell am Spot aufhalten, sollten wir natürlich möglichst kurze Vorfächer verwenden. Ich habe jetzt hier ein, ja, ca. 12 cm langes Vorfach an einem 6er Haken. Und dieses sollte jetzt eigentlich möglichst reichen, um einen hoffentlichen Fisch hier an den Haken, ans Band zu kriegen. Arbeiten wir mit solchen auffälligen Futter, ist natürlich die eine Sache, oder ist natürlich auch interessant, mit Pop-Ups zu fischen. Gerade für Pop-Ups haben wir einfache, oder haben wir eine Montage, welches meiner Ansicht nach eines der besten Pop-Up-Montagen ist oder Rigs ist, und zwar ist es das Whitey Pool Rig. Das Whitey Pool Rig wird einfach mit einem Stiff Rig gebunden und hat den Vorteil, dass der Haken in einem super Winkel steht, wo der Fisch schnell greifen oder wo der Haken schnell im Fischmaul greifen kann. Wie das gebunden wird, zeige ich euch aber im Anschluss, weil hier hinter mir sind jetzt schon so viele Weißfische auf dem Spot unterwegs. Da würde ich mal sagen, da machen wir uns jetzt lieber mal daran, die Ruten scharf zu machen und zu schauen, ja, dass das alles hier mal ganz schnell ins Wasser kommt. Gerade bei solchen Kurzsessionen im Frühjahr, gerade wenn man nur eine Nacht unterwegs ist, ist natürlich wichtig, dass wir mit unserem Tackle, ja, dass wir unser Tackle einfach minimieren. Ihr seht jetzt hier im Hintergrund den Schirm, das ist der Fox Super Brolly, den habe ich jetzt schon eine Weile im Einsatz und ich bin immer damit ein bisschen vorsichtig, wenn ich irgendwelche Sachen empfehle. Aber dieser Schirm ist echt Wahnsinn. Schnell aufgebaut, sehr stabil. Ich war damit über eine Woche an der Rhone unterwegs, selbst bei etwas stärkeren Sturm. Ja, hat er mich auch noch ein bisschen trocken gehalten, ja, und ist nicht gleich weggeflogen. Gut, dies aber nur am Rande. Es ist natürlich wichtig, dass wir unsere Session möglichst gut vorbereiten. Daher habe ich, wie hier schon seht, natürlich die Vorfächer auch schon vorgebunden und habe die Haken und die Köder schon etwas gedippt. Ihr seht jetzt hier einen Köder der 15 mm Kategorie, ist ein ausbalancierter Köder, ist ein halber Sinker und ein halber Pop-Up. Somit überschreiten wir auch nicht die Größe vom Futter, was wir einbringen. Und der Vorteil besteht natürlich darin, dass ausbalancierte Köder schwerelos im Wasser sind. Das heißt, wenn der Fisch vorbeischwimmt oder wenn er mit den Flossen wedelt, bewegen sich die Köder leicht mit, welches einen zusätzlichen Reiz für den Fisch ausmacht. Haben wir jetzt solch ausbalancierte Köder fischen wir solche ausbalancierten Köder, haben wir natürlich den Vorteil, dass durch dieses Schwerelose auch das zusätzliche Gewicht vom Haken und vom Vorfach minimiert wird. Somit haben wir ein natürlicheres Futter, was der Fisch aufnehmen kann, ohne dass er Verdacht schöpft. Hier natürlich einmal der White Chocolate, der jetzt bei kaltem Wasser sehr, sehr gut arbeitet, wobei 10 Grad ja eigentlich gar nicht mehr so kalt ist. Jetzt so Ende März ist es schon wirklich Wahnsinn. So, jetzt haben wir das soweit schon mal alles durch. Ich habe hier noch ein Dammelt, welche ich gern noch fische. Und zwar ist das Schöne bei dem, dass man hier auch direkt so einen Unterschied zwischen normalen Pop-Ups und Dumbbells haben. Das wird jetzt bald in der Elbe interessant. Und wie ich anfangs schon sagte, ist natürlich wichtig, dass man alles so schön kombinieren kann. Hier die Tasche habt ihr, ja, die nehme ich hier für meine Baits und für meine Tacklebox und Vorfächer. Und das Geniale ist bei der Tasche halt wirklich, dass wenn ihr das Problem wie hier habt, wenn ihr auch so wie ich eure Liege immer sehr
ungefähr dicht am Boden aufbaut, um möglichst unauffällig fischen zu können, ist das Geniale bei der Tasche halt wirklich, dass ihr hier, dass ihr diese komplett aufklappen könnt. Dass ihr die komplett aufklappen könnt und dann so problemlos unter der Liege verschwinden lassen könnt. Das ist natürlich das Geniale an diesen Taschen. Ihr solltet euch auf jeden Fall mal das Programm anschauen, unser aktuelles Programm anschauen, weil wir haben halt viele Taschen, wo ihr echt schön kombinieren könnt, welches halt das Angeln an sich einfach ja, ein bisschen ein Stück weit bequemer und leichter machen. Weil wir haben nicht mehr ganz so viel Tackle dabei, man kann alles schön miteinander kombinieren, so hat man alles komprimiert, aber während ich jetzt hier weiterrede, springen da hinten noch ein paar andere Fische und ich würde jetzt mal sagen, machen wir jetzt mal ganz, ganz schnell die Runden fertig und widmen uns mal dem, warum wir eigentlich hier sind. So, jetzt ist natürlich ja die Frage, gerade wenn wir so kurze Einsätze haben, wenn wir jetzt mal für eine Nacht schnell fischen sind, ist natürlich immer die Frage, nehme ich einen Pott mit, nehme ich Bandsticks mit, nehme ich keine Ahnung, wie sichere ich meine Routen, wie stelle ich meine Routen auf? Diese Frage ist natürlich berechtigt. Es gibt viele verschiedene Bandstick-Arten, es gibt viele Pots und ja, es gibt, ja, Gott, wer weiß was. Heutzutage ist ja, sind der Fantasie und sind der Produktion von manchen Firmen einfach keine Grenzen mehr gesetzt. Jedoch haben viele Produkte viele Nachteile. Gerade Pots sind bei solchen kurzen Sessions sind schwer im Transport, die dauern beim Aufbau und so, und das ist einfach unnötig. Ich möchte euch hier einmal etwas zeigen, was ich verwende. Und zwar kommt es von der Firma MPE Tackle. Und es sind einfach Bandsticks, die du echt nicht kaputt kriegst. Die sind so stark beschichtet, dass es auch die Farbe nicht abplatzt. Ihr habt hier oben, das Schöne an den Sachen ist, ihr habt hier oben Konterschrauben, mit denen ihr ganz einfach eure Bissanzeiger oder eure Halter einfach normal aufsetzen könnt. Ihr könnt hier einfach aufschrauben. Habt ihr euren fertigen Adapter schon draufgeschraubt und könnt ihr den ja auf was x-beliebiges draufsetzen. Einmal Schraube auf, Schraube zudrehen, hält bombastisch. So könnt ihr für den Transport, so könnt ihr natürlich für den Transport alles abnehmen. Ihr seid ja total flexibel im Aufbau. Gerade bei mir ist es ja immer wichtig, weil ich auch immer viel in Mecklenburg unterwegs bin zum Fischen. Dort kann ich mit 3 Routen fischen, dort brauche ich keine 2 Routen. Da darf ich endlich mal wieder 3 Routen nehmen. Daher bin ich da auch immer sehr flexibel. Hier seht ihr jetzt, hier hoch, mal noch ein bisschen Lärm machen hier, ne? Hier habe ich jetzt den Zweieraufsatz drauf und innerhalb von wenigen Sekunden zusammengebaut, und tja, so kann ich diese jetzt schon da drunter hinschmeißen und endlich die Routen reinwerfen. Und fliegen können sie auch. Nein, Spaß beiseite, es ist einfach, gerade wenn man viel unterwegs ist, wenn man häufig fischen ist. Ich bin ja nur viele, viele Nächte unterwegs zum Fischen und ja, es ist einfach eine Qualität, die sich durchsetzt. Es bringt nichts, wenn man am falschen Ende spart und Sachen dabei hat, auf die man sich nicht verlassen kann und nicht hundertprozentig verlassen kann. Mir bringen keine Bandsticks was, die ich für was weiß ich nicht wie viel Euros kaufe, die dreimal im Boden reinstrecke und da ist die Farbe ab. Wenn ich Schwarze haben möchte, dann erwarte ich auch, dass die schwarz bleiben. Wenn ich in Mecklenburg fischen bin und aus Versehen mal mit dem Boot ranramme, dann erwarte ich auch, dass die Bandsticks sich nicht gleich verbiegen. Und ja, hier ist das Schöne, die sind halt komplett natürlich aufziehbar. Die sind sehr massiv, sehr stabil gebaut und gibt es dann natürlich auch in unterschiedlichen Längen bis 1,40 Meter, welche aufzuziehen sind bis über 1,80 Meter. Daher kann man natürlich gerade auch im tiefen Wasser problemlos aufbauen. Wie gesagt, ich möchte jedem nahelegen, der Geld investiert, Geld in die Hand nehmen möchte,
oder sich Neues anschaffen will, einfach auf Qualität zu achten. Geschmäcker sind verschieden, Firmen sind natürlich unterschiedlich, jeder hat so seinen Favorit. Ich zeige euch hier heute mal die MPI Bandsticks mit den dazugehörigen Buzzer Bars, und es ist einfach eine Innovation, weil sie mit dem, ja, mit diesen Adaptern schon fertig geliefert werden, ohne dass man sie nachkaufen oder zusätzlich noch dazu kaufen muss. Und so kann man ja flexibel agieren, ob ich 3 Routen fischen kann, ob ich nur 2 Routen fischen kann, ob ich in Frankreich bin, 4 Routen fischen kann. Ja, es ist halt so individuell, einfach überhaupt keine Grenzen gesetzt, und man hat nicht mehr den Problem, dass man einfach, dass man die Bissanzeiger draufschrauben muss und diese, ja, im schlimmsten Fall auch noch überdreht. Dies ist mir natürlich auch schon passiert, nicht bei Bissanzeigern, sondern gerade hinten bei den Butt Grips. Dann drehst du, dann stimmt der Winkel nicht, dann willst du noch weiter, wir müssen ja fest sein, die haben keine Konterschraube, ne? Und dann drehst du, ja, und dann hast du weit gedreht, dann war's das, ne? Das passiert jetzt Gott sei Dank mit diesen Adaptern nicht mehr. Und ja, dies wollte ich euch nur kurz vorstellen. Jetzt geht's damit ans Wasser und endlich rein mit den Routen.
am Wasser endlich wieder fischen. Die Stelle habe ich jetzt natürlich schon eine Weile vorgefüttert. Eigentlich habe ich die schon fast das ganze Jahr vorgefüttert. Aber ich bin halt leider nie zum Fischen gekommen. Und jetzt bin ich echt gespannt, was jetzt hier passieren wird.